So, meine Freunde der Sonne, ich begrüße euch zur nächsten Folge von Watch Dogs 2. Marcus, wir haben ihren Plan B. Die wollen an die Wahlmaschinen. Wahlmaschinen? Sind die nicht ziemlich geschützt? Die schützen die Daten erst nach der Wahl. Mit den Invite-Daten ignorieren die das Ergebnis, bevor ein Wähler den Hebel zieht. Josh hat rausgefunden, wo die Maschinen stehen. Er wartet vor Fort Point auf dich. Fort Point? Bin unterwegs. Oh, und Marcus? Bring vielleicht etwas Sprengstoff mit. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Okay. Fort Point. Ah, da oben. Danke fürs Einschalten, wollte ich noch dazu sagen. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne ein Abo da, ein Kommentar, eine Bewertung. Shit! Ah, dann haut wieder Schrott, wie immer. Josh, sag mir, dass du da nicht drin bist. Marcus, auf dem Dach sind Scharfschützen. Scharfschützen? Was faselst du da? Das sind Humanai. Tut mir leid, die sollten gar nicht hier sein. Dushan muss sie angehört haben. Warum flüsterst du denn? Flüster. Gar nicht. Jetzt komm, da gehe ich nicht rein. Hör zu. Morgen schaffen sie diese Maschinen raus zu den Wahllokalen. Und wie sieht unser Plan aus? Reverse Engineering? Nein, in unserem Zeitrahmen ist das nicht machbar. Ihr Virus stammt vom Militär. Das Schlauste ist wohl, sie alle zu zerstören. Alle zerstören? Was willst du machen, sie sprengen? Das Fort ist eine Militärbasis. Da gibt's einen Haufen Sprengstoff. Keine Wahlmaschinen. Das verzögert die Wahlen. Ja, wir enthüllen die Manipulation. Und die Leute haben Zeit, sich vernünftiger zu entscheiden. Fuck ja, ich bin dabei, Josh. Bist du dabei? Okay. Okay. Ist Wahlmaschinensprengen nicht etwas extrem? Scheiße, nein! Wie Josh gesagt hat, wir verschaffen der Wahl etwas Zeit. Ist eigentlich Bürgerpflicht. Ich gehe übers Dach rein. Habe ich jetzt irgendwie Bock drauf?
Rambo, ich hab irgendwie Bock. Nächster. Fuck! Will ich! Damit ich ein paar auf die Fresse hauen kann. Thank you.
Ach, die Bullen, ach nö. Ja komm, scheiß Bulle. Fuck it! Soll ich noch schon so einen scheiß Heli an den Hacken hängen? So, alles niedergeballert, alles niedergeknüppelt. Wir haben genug Muni. Hoffe ich mal. Muni, Muni, Muni. Hab sie alle. Jetzt solltest du vielleicht verschwinden. Denken Sie an die Menschen, die Sie lieben. Ergeben Sie sich. Bereich gesichert. Gehe weiter. Halt!
Haltet die Augen offen! So. So. Heli, da ist der Heli. Irgendwo hier ist noch Geld. Hey,
Bin raus. Gut. Hey, wir haben ein Video gemacht mit dem Zeug aus dem Penthouse. Sieh's dir an. Mitbürger, Invite hat euer geheiligtes Wahlrecht als Spielzeug missbraucht. Ihr wurdet ins Visier genommen und von Invite manipuliert, um ihre Marionette zu werden, Mark Thrust. Aber der Zack hat Invite gehackt und ihre Algorithmen geändert. Die Umfragen kippten sofort. Entschlossen, Thrust wählen zu lassen, griff Invite selbst auf Hacking zurück. Hier. Invite CEO Mary Catskill übergibt einen Virus für die Wahlmaschinen an Mark Thrust persönlich. Die Wahl wurde verschoben. Mitbürger, nutzt diese Zeit zum Nachdenken. Lasst nicht zu, dass ihr manipuliert werdet. Dezek bittet euch, denkt nach, bevor ihr wählt. Dezek hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Okay. Mama. Wer ist irre? Keine miese Kartoffel. So. Unsere Follower meinen, dass Thrust Fall hier der große Sieg ist. Aber das ist nur das Sahnehäubchen. Jetzt hinterfragen die Leute ihre eigenen Ansichten. Niemand wird zugeben wollen, dass er bei dieser Wahl verarscht wurde. Aber jeder Thrust-Wähler wird sich genau das fragen. Wir haben Bloom und CTOS zur Idee verschweißt, dass große Datenunternehmen invasiv und scheiße sind. Yep. Ein großer, invasiver Scheißkuchen. Du bist furchtbar. Das gefällt dir doch. Stimmt. Ich werde jetzt die Folge hier mal abschließen, hier bei Ranch in der Garage. In der nächsten Folge machen wir dann Tidus. Er ist weg, lassen wir es sein. Que pinche enojo. Du hast jetzt ein paar auf die Fresse, oder wie? Ich werde bestimmt nie wieder richtig hören. Das ist doch scheiße. Hey, ich will dir verhaften, wie das letzte Mal noch nie. Ich
Du kannst dich nicht verstecken, Bitch! Alter! Jetzt hat mich der Bulle umgeknüppelt. Egal, aber wir beenden den Part jetzt hier. Einschießen die Tescos gegen die Bullen, auch nicht schlecht. Ich werde jetzt hier die Folge abschließen für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Also, bis bald. Euer